Liebes Tagebuch, nachdem die Lebensstadt durch den Einsatz aller Dorfbewohner vom Bösen befreit werden konnte. Wohin, Gommel? Schnell, wartet, schnappt euch die beiden da. Die schnapp ich mir so. Legt euch nicht mit uns an! Legt euch nicht mit uns an, verdammt! Gommel, schalte die Wand aus! Ja, ich schalte sie aus. Moment, wie denn? Ich werf das einfach nochmal dahin. So, ich hab's geworfen. Es klappt. Oh. Magier, wo bist du? Magier, komm her, schnell her. Wähl das Portal an. Das Portal anwählen, sagst du? Okay, wir wählen das Portal an. Ja, wir wählen es an. Ich hab ein Buch dabei. Oh Gott. Doch, wir müssen. Oh. Beschloss ich eines Nachts aufzubrechen, um dorthin zurückzukehren. Oh. Okay. Ich muss zurück in die Lebensstadt. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich kann jetzt hier nicht ruhig schlafen. Ich muss nochmal nachgucken. Es kann nicht wirklich sein, dass wir die Lebensstadt befreit haben und da keiner mehr meiner Freunde ist. Ich muss zurück. Ich muss ganz dringend zurück. Und am besten alleine. Am besten ich sage keinem irgendwie aus der Stadt hier, aus dem Dorf Bescheid, dass ich losgehe. Ich sage keinem Bescheid. Nein. Auch Mauzi bleibt hier am besten. Mauzi, da bist du. Mauzi, hier, pass auf. Hier sind ganz viele Fische für dich. Ganz viele. Bitte, bitte warte hier auf mich. Hol ihr sonst Mäuse oder sonst was. Breche jetzt auf zur Lebensstadt. Bitte, Mauzi, hier sind die Fische. Bitte, Mauzi, bleib einfach hier und halte Stellung. Bewach unser Haus. Ich bin sehr bald wieder da. Ich muss aber unbedingt, ich kann nicht mehr schlafen einfach. Ich habe Albträume. Ich kann nicht schlafen mit dem Gedanken, dass da vielleicht noch Freunde von mir irgendwo im Keller verschüttet sind in der Lebensstadt. Ich muss nachgucken. Ich muss mit dem Schiff zurück in die Lebensstadt und ich werde jetzt zurückgehen. Mauzi, bitte. Bis bald. Jetzt bloß nicht gesehen werden. Los geht's, schnell zum Schiff. Viel zu große Albträume plagen mich seitdem. Seitdem wir mit den Dorfbewohnern da waren und keiner meiner alten Freunde dort aufzufinden war. Und jetzt hocke ich hier, in diesen Trümmern. Meine Klamotten mittlerweile zerrissen. Mir ist kalt und mir ist hungrig. Ich werde die Suche wohl leider aufgeben müssen, aber hoffe zugleich, dass meine Freunde sich retten konnten. Irgendwohin, wo sie gerade ein glückliches Leben führen können. Es wird wohl Zeit für mich, die Lebensstadt aufzugeben. Und zur Insel zurückzukehren. Bye, bye, Haus. Bye, bye, du einst schöne Stadt, die voller Leben steckte. Bye, bye, Lebensstadt. Ich werde dich vermissen. Hoffentlich habe ich mir den Weg richtig gemerkt und wir kommen wirklich jetzt schnell wieder hier in unsere, zweite Heimat. Die Dorfbewohner, die warten bestimmt auch schon. Ich habe mich ja wirklich einfach so in der Nacht aufgemacht und habe keinem wirklich Bescheid gegeben, außer Mauzi. Ich bin auch froh, Mauzi endlich wiederzusehen. Meine Güte, das war wirklich nicht schön da mehr in der Lebensstadt. Ich sehe schon die Umrisse von der Insel, aber Moment mal. Die Bäume, was ist mit den Bäumen passiert und was sind das teilweise überhaupt für Bäume? Die waren doch vorher nicht da. Hier ist doch irgendwas passiert. Die ganze Insel sieht doch... Die ganze Insel sieht einfach komplett anders aus. Der Insel ist irgendwas zugestoßen. Oh nein. Das sieht ja ganz so aus, als ob der Krater irgendwie sich noch vergrößert hat. Als ob der doch nochmal um ein großes Stück größer geworden ist. Da ist man einmal nicht da und dann irgendwie wird die ganze Insel hier gerade verschlungen von diesem Krater. Flammen. Zerstörtes Land. Was ist hier passiert? Oder habe ich irgendwas anderes hier verpasst? Irgendwie hat der Magier vielleicht, ich hoffe es, nur irgendwas falsch gemacht und das ist hier rückgängig machbar. Hier ist alles tot. Und hoffentlich geht es den anderen überhaupt noch gut und die sind vor Ort. Haben wir vielleicht den Parasiten doch noch nicht besiegt? Ist er vielleicht hier in unsere Stadt zurückgekommen und hat hier alles zerstört? Oh. Oh nein. Es kann doch auch nicht einfach einmal alles in Ordnung sein. Es muss doch immer irgendwas zerstört sein. Meine Güte, kann man nicht einfach mal in Frieden leben? Alles ist zerstört. Die Lebensstadt ist zerstört. Meine Freunde sind nicht mehr dort. Und jetzt komme ich selbst auf diese Insel zurück. Und hier ist nichts mehr so, wie es war. Klar, als ich die Insel verlassen habe, da war der Krater schon relativ groß, wenn ihr euch erinnert. Das ist hier alles komplett zerstört. Oh nein. Ich muss ganz schnell zurück zum Dorf. Muss unbedingt mit den anderen sprechen und fragen, was hier vorgefallen ist. Da vorne sehe ich schon die Dorfmauern. Da muss ich hin. Schnell. Gebäude stehen anscheinend noch größtenteils, aber... Und die Mauer, die steht auch noch. Vielleicht ist ja alles noch in Ordnung. Vielleicht, auch wenn unsere Insel zerstört und verwüstet aussieht. Und hier überall Flammen stehen. Das sieht wirklich nach einer Katastrophe aus. Oh nein. Schnell zum Dorftor. Hey! Hört mich denn keiner hier? Ist jemand zu Hause?
Hallo? Hallo, Magier! Häuptling Mato! Ist... Oh, hier steht noch ein Pferd. Hey! Hey, wie geht's? Hey, wie geht's, eiserner Tiger? Ich kann dir nur ein Brot abgeben, aber mehr habe ich nicht. Das tut mir leid. Ich brauche aber erstmal eins. Hallo! Ah, Mann, ich kann auch nicht mehr lange reden. Ich bin total ermüdet. Ich dachte, ich komme jetzt hier an und kann mich direkt irgendwie schlafen legen. Aber jetzt, so wie es aussieht, kann ich das doch wohl noch nicht. Hier ist ja niemand mehr. Hallo! Mitten am Tag haben wir. Normalerweise laufen sie auch immer und sind bei den Feldern. Aber selbst die Felder sind ja komplett zerstört. Hier, komm her. Hier ist für dich. Dann tauschen wir. Nimm du das. Ich nehme das Brot nochmal, okay? Wo sind die anderen hin? Wo sind die anderen denn nur hin? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Hier muss ja wirklich was Schlimmes vorgefallen sein. Das erinnert mich total an die Lebensstadt. Ich komme wieder zurück und... niemand mehr da. Das ist ja genau das Gleiche eigentlich. Was soll denn das? Was soll denn das? Warum habe ich denn so ein Pech hier? Mauzi! Ich muss nach Mauzi gucken! Oh Gott! Warum ist mir gerade so schwindelig? Oh! Oh, mein Kopf! Okay. Es geht wieder. Ich sollte mich vielleicht einfach gleich mal hinsetzen. Mauzi! Mauzi, bist du da? Ja? Mauzi, wo bist du denn? Mauzi! Was ist passiert? Du lebst noch! Du bist da! Ich brauche für dich irgendwie Nahrung, Mauzi! Habe ich hier irgendwas? Die Kartoffeln sind mittlerweile komplett vergammelt. Ich brauche doch irgendwie Fisch für dich. Mauzi, hast du schon... Brauchst du Nahrung? Nee? Hast du noch einen Fisch irgendwo gefunden? Mauzi, komm schnell mit, wirklich. Wir müssen hier weg. Wir müssen gucken, wo die anderen sind. Lass uns aufbrechen. Lass uns nochmal zu unserem Schiffswrack. Okay? Lass uns nochmal zu unserem Schiffswrack und hier nochmal weg. Komm, folg mir einfach, Mauzi. Schnell, Mauzi. Beeilung ist angesagt. Komm, wirklich. Genau, schön laufen. Wir müssen weiter. Wir müssen die anderen finden. Das ist ja anscheinend der Krater hier, der sich komplett auf die ganze Insel ausgebreitet hat. Er wurde ja schon immer größer und immer größer. Aber dass er jetzt wirklich die ganze Insel verschlingt, damit hat ja wirklich keiner gerechnet. Und dass jetzt auch noch irgendwie unsere Freunde nicht mehr dort sind, das ist ja noch schlimmer. Ich frage mich wirklich, wie das sein kann. Dieser Asteroid damals. Ich weiß noch, wie er eingeschlagen ist. Das Boot steht. Oh, wo guckt ihr denn hin? Oh! Oh Gott! Oh mein Gott! Die Erde bebt! Was ist hier explodiert? Oh! Der war plötzlich da und jetzt frage ich mich, womit das zusammenhängt. Ob das wirklich und. Was ist das denn jetzt schon wieder da vorne? Mann! Was ist das für ein Riesenturm? Da hinten im Nebel! Mauzi, siehst du das auch? Ja, du bist auch in der Schockstarre, oder? Was ist das denn? Ein dunkler, mächtiger Turm. Der sieht nicht einladend aus irgendwie. Wir sollten da aber auf jeden Fall mal hingehen. Vielleicht wurde der ja von den Dorfbewohnern gebaut. Vielleicht ist das ja irgendwie eine neue Festung hier. Ich sollte aufpassen auf jeden Fall. Das sieht sehr gefährlich aus. Das sieht wirklich gefährlich aus. Und es brennt hier auch einfach alles. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Dorfbewohner das nicht gelöscht haben, als sie hier waren. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Hier kommt man auch gar nicht so richtig hoch. Schaut euch das mal einfach an. Oha. Also, das sieht nicht schön aus, meiner Meinung nach. Das scheint hier irgendwie der Eingang zu sein. Lasst nur mal eben rumgehen. Okay, das scheint echt der Eingang zu sein. Sonst finde ich hier nichts. Hier stand früher der Tempel, Freunde. Ich komme hier auch nicht wirklich rein. Kann ich hier irgendwie abbauen? Oh, Alter, ich hab voll den Schock irgendwie bekommen. Au, yo. Ich wollte gerade abbauen und da habe ich durch meine Spitzhacke so einen Schock irgendwie erlitten. Kann ich die Blöcke denn nicht abbauen? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann hier nichts abbauen. Ich kann hier von nichts abbauen. Wie soll ich denn da reinkommen? Ich kann es nicht abbauen. Ich baue nochmal jetzt hier vorne ab. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Oh, verdammte Axt. Ich habe schon wieder einen Schock bekommen. Mauzi, pass wirklich auf, dass du da... Und pass auch mit dem Feuer hier auf. Da kommen wir nicht rein. Das ist irgendwas Böses. Gibt es hier noch mehr von sowas? Wir laufen in eine Richtung weiter Schiffswrack. Dort, wo der Einschlag damals vom Krater war. Vielleicht finden wir dort ja irgendwie einen Hinweis darauf. Mauzi, nicht so schnell. Hier, genau. Hier muss das sein. Da unten ist der Krater damals eingeschlagen. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal jetzt vorbeigucken, Mauzi. So. Also gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie einen Hinweis finden.
auf jetzt, das, was hier passiert ist. Okay, hier kommt man anscheinend nicht weiter. Hier waren wir, da war damals der Parasit drauf, das weiß ich noch. Was ist das hier? Das sieht irgendwie neu aus. Was ist das denn? Moment. Das sieht ja aus, als ob wir hier irgendwie einen Pfeil hätten. Das ist ein Pfeil, oder täusche ich mich da jetzt? Sieht aus wie ein Pfeil, der Richtung Wasser zeigt, in die Richtung. Das muss so sein. Wirklich, das ist ein Hinweis. Das ist, da, ich muss in die Richtung. Ich muss in die Richtung, vielleicht ist hier irgendwie ein Schatz vergraben, aber das denke ich nicht. Da sind vielleicht meine Freunde hin. Also genug Brot habe ich dabei, wir sollten auf jeden Fall mal in diese Richtung da fahren und gucken, ob da irgendwie was kommt. Und Mauzi, wo ist die denn schon wieder hin? Ich hole Mauzi und fahre dann direkt los. Ja, Mauzi, wir drehen doch um, wenn wir jetzt nichts finden. Wir drehen um, ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir wirklich. Ich weiß, dass du nichts von der Idee hältst hier, aber der Pfeil hat vielleicht wirklich eine Bedeutung gehabt. Da vorne, ich glaube, da ganz hinten ein kleiner, da kommt auch was. Mauzi, ich paddel weiter, ich paddel so schnell ich nur irgendwie kann. Ich glaube, da ganz hinten sehe ich was am Horizont. Ganz klein. Oder es ist einfach eine Fata Morgana und oh Mann, ey, ich habe auch langsam wirklich Durst. Ich könnte jetzt mal wieder frisches Wasser gebrauchen und unsere Brotreserven neigen sich auch dem Ende mittlerweile zu. Mann, Mauzi. Für dich ist auch bald wieder Essen da. Ich hoffe es, sonst drehen wir wirklich gleich um. Aber da vorne, das scheint wirklich... Meinst du nicht? Täusche ich mich? Doch, das ist doch locker, das ist... Da ist wirklich was. Das bilde ich mir niemals ein. Niemals. Da ist eine Insel. Wenn auch eine irgendwie recht flache Insel. Das sieht ja irgendwie interessant aus gerade. Oha. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier irgendwie auf eine Insel gestoßen, Mauzi. Der Pfeil, hat der etwa wirklich hierauf gezeigt? Soll das vielleicht das Ziel von diesem Pfeil sein? Oder ist das nur jetzt eine andere Insel? Ich weiß es nicht. Wir sollten mal hier an Land gehen vielleicht, Mauzi. Da vorne arbeitet doch jemand, glaube ich. Mauzi, komm, wir steigen mal aus. Da, er schlägt auf uns. Den kennen wir doch, oder nicht? Mauzi, komm mal schnell raus. Hey, warte! Hey, du! Warte! Ich bin Gomme, warte kurz! Mauzi, komm schnell aus dem Boot raus. Ganz schnell, ich helfe dir raus. Wir müssen ihm hinterherlaufen. Oh, da sind noch mehr. Auf ihn! Nein, nicht auf mich! Hey, wir kennen uns! Ich bin Gomme! Mauzi, komm mit! Schnell, wir müssen laufen! Schnell, weg hier! Die schießen auf uns, Mauzi! Nicht mit mir! Hey, ich bin Gomme! Wir kennen uns doch! Erinnert ihr euch nicht? Wir waren in der Lebensstadt, wir haben gemeinsam gekämpft! Aber da waren auch neue Gesichter dabei, das habe ich genau gesehen, ich kannte die nicht alle! Die sind immer noch hinter uns! Mauzi, komm schnell mit! Mauzi, nicht umdrehen! Nein, das darf doch nicht wahr sein, das kenne ich doch schon hier, mit dem... Oh, nee! Ich höre sie noch ganz leise rufen, Wo sind wir denn hier gelandet? Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, hier richtig, der Pfeil hatte auf jeden Fall eine Bedeutung. Können wir uns hier verstecken, irgendwie bei den Bäumen, ich weiß es nicht. Nein, sie sind noch da, Mann! Puh. Mauzi, komm jetzt schnell! Mann, wo soll ich denn hin? Hier sind überall so offene Flächen. Mauzi, komm, du wirst auch durchhalten. Du bist doch normalerweise immer viel fitter als ich. Schnell weiter. Hier scheint irgendwas zu kommen. Hier können wir uns, glaube ich, besser verstecken. Hier ist es etwas dichter bewaldet. Was ist das denn hier? Hier ist auf jeden Fall ein dichter Wald. Was kommt da vorne? Da vorne ist doch irgendwas gebaut, auf jeden Fall mit Holz. Ist das vielleicht... Das sieht aus wie ein Gebäude. Schnell. Oh Gott, ich mache eine Pause. Wir müssen weiter, Mauzi. Ich sehe sie weit und breit nicht. Hier wurde tatsächlich was gebaut, Mauzi. Schnell, komm mit. Das ist irgendwie scheinbar ein Haus. Komm, Mauzi. Wir müssen uns hier verstecken. Oh ne, das ist keine gute Idee, glaube ich. Ich höre sie, glaube ich, aber außer Entfernung. Mauzi, versteck dich einfach hier irgendwo. Versteck dich. Ich versteck mich auch. Wo soll ich hin? Das scheint hier ein Balkon zu sein. Oh nein. Ich höre sie. Ich höre die Schritte von dem. Mauzi, stopp. Bleib hier. Sei ganz leise, Mauzi. Nein, nicht mauzen. Ich höre sie. Wo sind sie? Die sind ganz in der Nähe, Mauzi. Ganz in der Nähe. Muss sie sein. Nicht, dass die hier reinkommen.